Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Dogsled Saga. Ich habe tatsächlich dran gedacht, da muss man sich ein kleines Schulterklöpfchen abholen. Ich habe es geschafft, daran zu denken, mir jetzt endlich mal alles aufzuschreiben, was mit den Hunden zu tun hat. Also, was deren Persönlichkeit ist und was daraus geworden ist. Und es ist ziemlich interessant. Mir fehlen jetzt noch ein paar, deswegen würde ich mal kurz bei Tequila vorbeischauen. Da. Ihr Naturell ist die Mitte, aber sie kann den Reifen, wollte ich schon sagen. Sie kann auch hinten sein. Danke, Tequila. Dann Rocky ist am wohlsten hinten. Eine richtig schöne Tabelle hier gemacht. Und kann aber auch der Lead sein. Und dann fehlt mir noch die kleine Aya, da wissen wir es ja noch nicht, ne? Also da muss ich ja erst noch zeigen, was für sie gut ist. Was sich nämlich herausgestellt hat, ich habe Knuckles war strong und ist Lead mit der Möglichkeit Wheel zu machen. Aber Oscar, das war der erste Husky, den wir leider ja aus Versehen verscherbelt haben. Oscar war obedient und sein Natural war auch Lead mit der Möglichkeit Mitte zu machen. Also Knuckles kann Wheel, also vorne und ganz hinten, und Oscar hätte vorne und Mitte machen können. Wir haben auch nie wieder einen obedient Hund aufgenommen, weil Milo war auch der erste, der war steady. Wir hatten ja strong, obedient und steady. Steady ist bei Milo Wheel, also hinten, und Mitte könnte er machen. Deswegen haben wir ihn ja immer hinten. Tequila ist auch steady. Bei ihr ist es aber genau andersrum. Sie ist lieber in der Mitte, könnte aber auch hinten, wenn sie wollte. Und Rocky, ach doch, Rocky ist strong. Aber im Gegensatz zu Knuckles ist es nämlich auch wieder andersrum. Rocky ist strong, möchte aber lieber nach hinten, könnte aber, wenn er wollte, auch Lead, also nach vorne die Führung übernehmen. Das heißt eigentlich, man hat immer zwei fixe Komponenten, die aber je nachdem sich auf die eine oder andere Weise ausprägen. Also strong ist dann entweder vorne oder hinten und dann entscheidet sich, was davon besser ist. Obedient ist dann wohl Führung und Mitte, also vorne und Mitte. Und steady ist halt Mitte und hinten. So, und wir wollen ja für Aya, deswegen ist es gut, dass wir steady geholt haben. Für Aya wollen wir ja am liebsten dasselbe wie Tequila, dass sie am besten die Mitte macht. Und hinten könnte, wenn sie wollte. Aber sie soll ja die Mitte machen. Jetzt müssen wir die Däumchen drücken, dass es nämlich genau so ist, dass sie eigentlich in die Mitte möchte und nicht nach hinten. Weil Milo ist auch steady. Und bei ihm ist es nämlich hinten, was er favorisiert. Ja. Ich werde jetzt tatsächlich anfangen, Buch zu führen. Wir könnten ja theoretisch noch einen Slot füllen. Ich möchte aber erstmal abwarten, was bei Aya rauskommt. Weil eventuell nehmen wir nämlich danach keinen Steady, sondern einen Obedient. Den haben wir noch nicht gehabt. Also Oscar, der ja weg ist, aber sonst haben wir keinen Obedient-Hund. Und da ist es nämlich Leitung oder Mitte. Und ich weiß nicht, ob es später mehrere Leithunde gibt oder wirklich nur einen. Aber ich glaube, zwingend brauchen wir auch einen Obedient-Hund. Das heißt, der nächste Hund wird auch, denke ich mal, obedient. Das ist so. Und dann müssen wir tatsächlich rauskristallisieren, was wir wirklich brauchen. Ja. So weit, so gut. Sie ist so süß. Sie fällt auch total auf, weil sie so hell ist. Na, sie ganz, ganz süß.
So. In 3 Tagen ist ein neues Rennen. Wir gucken jetzt also, dass wir uns erstmal um alle kümmern. Ihr seid noch erschöpft. Sie muss sowieso erstmal drin sein. Und Milo kann beim Training bleiben. Das ist sehr gut. Dann habt ihr das nämlich jetzt soweit durch. Wo war das schon immer so langsam? Das kommt mir gerade ein bisschen langsam vor. Okay. So, ihr seid aber soweit wieder fit, außer Aya. Das heißt, ich kann euch 3 ins Training setzen. Und die kleine Aya wird mal verschont. So, und dann nochmal dasselbe Spiel. Es ist langsamer, oder? Ich verstehe es gerade nicht, aber gut. Wir brauchen 4 Hunde. So, es ist eine kurze Strecke. Wir haben 4 Hindernisse, 4 Bäume. Das machen wir definitiv nicht. So, du struggles hier. Hier kommt Tequila in jedem Fall rein. Ich würde Aya tatsächlich nochmal reinnehmen. Und Rocky. Wir könnten auch Milo mal wieder reinnehmen. Da tut sich auch gerade nicht mehr so viel, ne? Oh Gott, war. Das war gerade mein Handy. Sorry. 47 Rennen, 45 Rennen, machen wir es so. Wir gucken mal, was dabei rauskommt. Ach nö, der schon wieder. Vielleicht hätte ich Aya doch nicht reinnehmen sollen. So. Ups. Ach nö, hallo. Nein, nein, nein. Okay, das ist echt schwierig gerade. Knuckles. Und, oh Gott, da war ein Baum. Und schon wieder ein Hindernis. Oh Gott. Ach komm, ja. Streng dich mal ein bisschen an. Oh Gott, das war zu weit. Hund, was machst du? Was machst du, Hund? Du sorgst dafür, dass ich gerade komplett abkacke. Das geht doch so nicht. Also das wird ja wohl ein absolutes Kackrennen hier. Die Kleine muss ganz dringend leveln. Aber wirklich leveln. Oh Gott, wir sind Dritter geworden. Guckt euch das an. Wow. Dritter. Das ist natürlich ganz bitter. Das ist uns ja noch nie passiert. Oh mein Gott. Ja. Puh. Alles komplett verkackt. Irgendwas ist mit dem Spiel nicht in Ordnung, warum das so langsam ist. Oh Gott. Die wird nie wieder irgendwo mitmachen. Und ihre Freundschaft zu Tequila hat sich gerade verabschiedet. Alter, Spiel? Was läuft denn da gerade falsch? Ich finde das so faszinierend, dass es so langsam ist. Was ist denn da los?
Ja, wir haben verloren. Yesterday I was in a race. Ja. Tschüss. Wir müssen nun mal jetzt besser werden. Das ist immer so. Dieser Hund ist... Oh Gott. Ah, armer Hund. So, ich versuch's mal ein bisschen zu beschleunigen. 2... Gucken, sie kann ich reinnehmen. Er hat noch 2. Nee, alles okay. Das muss immer noch so. So, jetzt könnte ich Rocky und Knuckles rübersetzen und Aya bleibt. Huch, nein, oh nein. Ich wollte sie doch ins Training setzen. Na egal. So. Dann setzt man doch mal Milo wieder rein. Mal ein Rennen ohne Stress, das wäre schon ganz nett. Da fluppt es nämlich auch wieder. So, da ist ein Baum. Und ein Hindernis. Oh Gott. Sehr entspannt. Ja, Aya ist... Ich glaube, es liegt auch echt an der Liga. Die ist einfach natürlich komplett am Anfang. Mit ihr müssten wir eigentlich nochmal mit der ersten Liga komplett anfangen. Das ist das Problem, ne? Sie ist natürlich jetzt hier völlig überfordert. Die Hundis sind ja alle gewachsen mit den Ligen. Deswegen ist das auch alles kein Problem. Dann müssen wir gucken, dass wir sie relativ zeitig wirklich reinkriegen. Also eigentlich dürfen wir jetzt gar nicht in der Liga aufsteigen, weil es sie ja dann wieder überfordern würde. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir sie so weit fit kriegen, dass sie normal mitrennen kann. Und dass wir natürlich auch wissen, was überhaupt ihr Natural ist. So, nein, da laufen wir weiter. So, es läuft doch schon viel besser. So. Und, huch, was war das denn für ein großer Baum? Oh, den hast du gar nicht gekriegt. I'm sorry. Aber wir haben gewonnen. Erster Platz, so wie wir es gewohnt sind, ladies and gentlemen. So. Ja. Ach Gott. Ja. Ja. Ich spule das mal vor, weil das dauert ja gerade wirklich ewig. Ich möchte jetzt das Spiel aber auch nicht neu starten, weil eigentlich läuft's ja. So, wir müssen einfach ein bisschen Gas geben. So. Das bedeutet, wir kümmern uns um alle Hundis. So, und Rocky geht ins Training. So, dann gucken wir mal. Ihr braucht dann nicht mehr hin. Huch. Aya muss dringend noch rein. Aber ihr könnt ins Training. Sehr gut. Wenn sie jetzt gleich voll ist von den ersten Balken, dann kriegt sie nämlich einen abgezogen. Jetzt muss sie aber wieder einen voll kriegen. Oh Gott. Das heißt, beim nächsten Rennen ist sie auch definitiv nicht dabei.